Hallo, ihr Lieben, hier ist die Toni mit einer Legung für euch an diesem wunderschönen Samstag. Ich hoffe, es geht euch gut und dass ihr euer Wochenende so richtig genießt. Ich bedanke mich wie immer zu Beginn bei euch allen für eure ganz lieben Kommentare, für eure E-Mails, für eure Nachrichten, für die Däumchen hoch, die ihr mir gebt. Ich sage ganz, ganz herzlich willkommen allen neuen Abonnenten hier auf unserem Toni-Kanal. Schön, dass ihr da seid. Ich bedanke mich auch bei meinen Mitgliedern für die Mitgliedschaft und natürlich für all diejenigen, die mein Wertschätzungskonto füllen und mir damit so einen Ausgleich für meine Legungen hier geben. Vielen, vielen Dank dafür. So, ihr Lieben, ihr schaut bitte heute wieder, wie immer, eigenverantwortlich, ob ihr hier in Resonanz geht. Und wenn nicht, pickt euch doch was raus, was für euch passt. Wir legen heute mit dem Santa Muerte Tarot. Das ist von Fabio Listrani und wir haben die freundliche Genehmigung von Los Garabeo zum Legen. Und ich bin gespannt. Es sind schöne bunte Karten. Ich werde heute vorher nicht sagen, was wir wissen wollen. Wir legen einfach mal das Blatt aus und schauen, was wir wissen sollen. Ne? Liebes Universum, wir hätten hier gerne ein paar herrliche Botschaften. Und wir lassen uns absolut überraschen. Wir sind völlig frei. Wir fließen. Wir fließen so dahin in einer wunderbaren, hellen, lichtvollen Energie und lassen uns mal überraschen. Ich muss mal hier ein bisschen Platsch machen. So, wir lassen uns mal überraschen. Ja, ich hoffe, ihr habt vielleicht ja auch was am Tisch zu stehen oder vielleicht liegt er auf dem Sofa. Was macht er denn gerade? Was macht man denn so am Samstag? Manche müssen arbeiten, ne? Die haben vielleicht erst morgen frei. So. Ich habe mir mal hier einen kleinen Kaffee gegönnt. Wir schauen mal rein. Was dürfen wir wissen? Wir nehmen mal das Thema. Das Thema. Eine Karte bitte für das Herz des Blattes. Oh, die Herrscherin. Die Herrscherin für das Herzblatt. Für das Blatt. Für das Herzblatt. Ja. Da ist sie, die Herrscherin. Wow, schöne Energie. Es geht hier also wahrscheinlich und hoffentlich bist du das. Ja, es geht hier wirklich um Fülle, um Sinnlichkeit, ja, um etwas Neues. Hier geht es darum, dass du vielleicht kreativ bist und hier gerade etwas Neues an deinem Leben planst und wachsen lässt. Du lässt etwas entstehen. Vielleicht hast du Träume, die du dir jetzt hier verwirklichen willst. Ne? Wenn die Herrscherin uns im Tarot erscheint, dann ist es immer ein Zeichen dafür, dass das, was du dir, ich sage mal, als Narr oder Magier manifestiert hast, hier umsetzen wirst. Ne? Das ist eine Glückskarte. Und jetzt gehen wir mal rein. Was haben wir dann? Wir haben den Ritter der Stäbe. Das sieht mir hier so aus, als ob hier etwas auf dich zukommt. Das könnte natürlich auch deine Energie sein. Ja, das ist so eine Energie von Abenteuerlust. Hier geht's gibt es Bewegung, ja. Das ist eine Energie, eine Feuerenergie, ja. Also hier geht es um Leidenschaft, ja. Vielleicht auch um, ja, man ist ja aufgeregt, man will etwas unbedingt umsetzen, ne. Es können ja auch heiße Nachrichten sein, die eintrudeln bei dir. Aber wir lassen uns mal überraschen. Was dürfen wir heute wissen? Die Vier der Stäbe. Hier geht es leidenschaftlich höchstwahrscheinlich in ein Treffen, auf ein Zusammentreffen vielleicht, ja. Ja, man hat hier schon Lust, ja, vielleicht steht hier bei dir ein Fest an. Ne? Die Vier der Stäbe ist auch eine Karte, die spricht natürlich von zwei Menschen, die sich sehr gern haben und die sich sehen möchten. Beide wissen sich sehr zu schätzen und beide möchten gerne aufeinander zugehen und sich treffen. Ja, vielleicht haben die einen oder anderen hier von euch ein Treffen abgemacht. Dann sage ich mal gleich, Achtung, Achtung, wer hier nicht vorhat, Mutti zu werden. Ein bisschen aufpassen vielleicht. Oh, und die Sonne, was ist denn los? Also diejenigen unter euch, die sich hier verabredet haben, meine Lieben, ja, das wird wunderschön. Haha, und es wird sehr heiß hergehen. Rasier dir schon mal die Beine. Ne? Hier geht es wirklich also mit der Sonne. Das ist ja die Karte hier für die pure Lebensfreude. Hier hat jemand Bock. Das kann auch, was kann alles Mögliche sein. Ein Konzert sein, einfach eine Verabredung mit Freunden. Wir haben natürlich mit den Federstäben hier auch so eine leichte Tendenz zu einer Seelenpartnerschaft, zu einem Seelengefährten. Auf jeden Fall
soll hier wohl ein Treffen stattfinden. Aber wir gucken jetzt mal weiter. Was haben wir denn noch für Schönes hier zu sehen? Oh, wir haben einen König der Kelche. Eine männliche Energie, die hier ja gerade seine eigenen Gefühle kostet. Also ein Mann, der vorhat, hier auf dich zuzukommen. Der ist sehr, sehr im Gefühl. Der hängt hier sehr an dir und er sieht dich hier auch als diese ganz, ganz sinnliche Frau. Ne? Das ist einfach die Frau, die ist wunderschön, die ist ganz sinnlich. Also die, naja, die möchte man halt am liebsten gleich vom Fleck weg knuddeln, sage ich mal. Mit dieser kannst du halt auch wirklich eine Familie aufbauen. Ne? Und was haben wir hier? Die Vier der Kelche. Ui, guck mal. Hier hat jemand Angst, dass hier etwas vielleicht nicht zustande kommt. Die Vier der Kelche ist so ein bisschen eine Energie von Desinteresse. Ihr habt vielleicht, wir müssen da tiefer reinschauen, aber vielleicht hat diese Person, die ja eigentlich vorhat, hier unheimlich gern mit dir sich zu treffen, Wärme auszutauschen. Oh, das habe ich aber schön, das habe ich aber, ne? Das ist nicht so krass wie, ne? Hier möchte jemand seine Wärme mit dir austauschen, die Leidenschaft teilen, ne? Und hier hat jemand sehr viel Gefühl, aber vielleicht wenig Hoffnung, dass daraus eine feste Partnerschaft werden kann. Ja, ja. Was haben wir noch? Die Acht der Stäbe. Kommunikation. Hier, da kommt ganz plötzlich kommt hier einiges. Hier, ui, hier ist was los. Hier ist was los bei euch. Vielleicht bei dir. Wenn du hier ein Treffen planst oder jemand hier auf dich zukommt, recht feurig, plötzlich. Hoppala, wo wollen sie denn hin? Die Liebenden. Oh, die Karte finde ich aber wirklich, also hallo. Ist die schön. Jemand hat den Schlüssel zu deinem Herzen und du auch den Schlüssel zu seinem oder ihrem Herzen. Hier kommt so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie Lovebombing hier unten. Wunderschöne romantische Nachrichten, Kommunikation. Man wird dir hier mitteilen, dass man dich sehr, sehr anziehend findet und dass man sich gern treffen möchte. Ja, jetzt bin ich gespannt, was haben wir hier? Eine brauchen wir noch. Der Ritter der Schwerter. Jemand hat Angst, wenn man hier zu schnell ist, dass hier etwas für ja, die Anziehung. Ach, es ist mir klar. Ich habe es gesehen. Die drei der Schwerter. Also, bitteschön. Wo ist denn eigentlich unser Möhrchen? Hier, das Möhrchen. Wir nehmen das Möhrchen. Also, es gibt hier jemanden, der ist so sehr, sehr verzückt von dir. Ne? Es kann sein, dass hier Nachrichten reinkommen, die machen dich ganz schön nervös. Ne? Das kann eine Liebeserklärung sein, wo du vielleicht schon gar nicht mehr mit gerechnet hast. So, Achtung, Frau Toni spielt am Licht. Die Lichtassistentin spielt am Licht. Oh, es werde Licht. So. Jemand ist hier wirklich sehr verzückt von dir. Ne? Hier hat auch jemand Gefühle. Und der ist aber auch, wie soll ich sagen, der ist doch sehr gelassen, obwohl er hier schon diese tiefen Gefühle hat. Ne? Er zeigt hier eigentlich, dass er keine Hoffnung hat, dass hier eine feste Partnerschaft draus werden kann. Mit den Vier der Kelchen ist es so ein bisschen, naja, ne? Oder ja, es ist so eine Energie von, das wird ja sowieso nichts, obwohl man hier sehr, sehr viel Gefühle hat und dich hier eigentlich auch als die Herrscherin empfindet. Ne? Man hat hier auf jeden Fall vor, sich mit dir zu treffen. Höchstwahrscheinlich, Achtung, im Sommer, der steht ja kurz vor der Tür, ne? Bei mir nicht, bei mir steht hier gerade der Winter vor der Tür. Man will sich hier treffen, man hat hier was vor. Man hat aber nicht das Gefühl, dass diese Verbindung hier tatsächlich in eine fixe Verbindung gehen kann. Wir haben hier unterm Deck die drei der Schwerter und auch noch die zehn der Schwerter. Ja, man kann sich das hier vielleicht nicht vorstellen, ja, oder andersherum, man will sich hier vielleicht gar nicht so tief fallen lassen, deshalb kommt hier jemand, der Gefühle für dich hat, ja, wirklich Gefühle hat und dir das auch kommuniziert, der kommt aber mit so einer, Stabenergie, eher so leidenschaftlich, ja, stell mir so vor, zum Beispiel, du postest ein Bild und dann kommt vielleicht kein Herz und du bist wunderschön, sondern eher,
Du heiße Schnitter. Ja, nur mal so ungefähr so eine Energie. Luftig, locker, leicht, sehr plötzlich, ne? Kommt hier etwas und ja, diese Kommunikation, die hier auf dich zukommt, die macht dich nervös. Also wirklich nervös, ja. Das macht dir ein bisschen Chaos und Stress. Das bringt Stress in dein Leben, wenn diese Person hier auf dich zukommt. Mein Schätzelein, womöglich rechnest du nicht mehr damit, kann sein. Womöglich rechnest du gar nicht damit. Nicht nur nicht mehr, sondern gar nicht. Denn das kann ja hier auch jemand sein, den hast du überhaupt nicht auf dem Schirm. Also wirklich gar nicht. Ne? Mhm. Ja, wenn dieses Treffen hier stattfindet, ja, kann ich dir eben, wie ich schon sagte, rasier dir schön die Beinchen. Da geht es hier wirklich heiß her. Ne? Da ist ganz viel Liebe, ganz viel Wärme und ganz viel Leidenschaft und Feuer. Ja. Du bist halt hier eben die Herrscherin, ne? Und er ist der König der Kelche. Mhm. Auch gut, ja, aber du stehst schon so ein bisschen über den Dingen, ne? Das ist auch so. Das ist jemand, der vielleicht auch traurig ist, dass man hier nicht in der Lage war, falls ihr euch schon kennt, ne? Nicht in der Lage war, hier etwas Festeres aufzubauen, etwas mit Podest, wollte ich gerade sagen, etwas mit Fundament, ne? Es war also bisher sowieso generell immer eher so eine leichte Flirty-Energie. Ja, aber hier geht es wirklich um Liebe. Wir haben die Liebenden, die Herrscherin und die Vier der Stäbe. Also man empfindet dich hier eigentlich, ja nicht eigentlich, man hat hier das Gefühl oder man fühlt für dich, ja, dass du einfach die Frau bist, ne? Der Mann bist. Das hat man hier ganz klar so auf dem Schirm. So, was nehmen wir jetzt? Wir wollen weitergehen. Wir nehmen mal kleine Karten. Wir nehmen mal diese hier. Das ist das Inversion Tarot und zwar von Jody Boginski Barbessi, auch mit der freundlichen Genehmigung von US Card Systems. Wollen wir mal schauen. Und natürlich muss man auch alle nehmen und nicht nur ein paar. So, die wollten sich jetzt hier gerade verkrümeln. Ich bin mal gespannt. Wir gehen da jetzt mal rein. Das ist eine schöne Energie für den Sommer, meine Lieben. Ja, hier ist einer in love with you. Hier ist echt einer verliebt. Ja, ja, ja. Entweder hat er hier mal einmal verpasst, den Kelch zu nehmen, den er jetzt hier nimmt und draus trinkt und denkt, aha, aha, das ist sie doch. Ne? Aber ist ja dann wirklich eine Trantüte, ne? Wenn man es beim ersten Mal nicht checkt. Ja, weiß nicht. Wir gucken uns das mal an. Na? Wir gucken uns mal den König der Kelche an. Was ist es denn für einer? Zeigt uns mal den König der Kelche, bitte. Oh! Was ist es für einer? Ui. Oh, also das ist ein Mensch, der ist... Also, oh, sehr schön. Wenn der hier kommt, ja... Nehmen wir mal an, du kriegst jetzt plötzlich Communication, sehr liebevolle Kommunikation, vielleicht eine Einladung zum Treffen im Sommer, vielleicht ein Vorschlag, hey, lass uns mal im Sommer da und da treffen, da ist ein Konzert, irgendwas in der Art. Und es ist alles sehr liebevoll, aber feurig. So, ja, dieser Mensch ist absolut stabil und in seiner Fülle. Der hat hier die 10 der Münzen, das finde ich sehr gut. Er hat auch die 9 der Kelche auf seiner Seite. Na, der ist also wirklich zufrieden, der ist in seiner Fülle. Das kann also fast nicht unser Faultier sein, weil unser Faultier ist ja im Mangel. Ne? Also ich nehme hier ganz klar vielleicht eine ganz andere Energie wahr. Aber ja, bewertet ihr das? Ne? Und wir haben hier die Königin der Stäbe. So. Dieser Mensch... wie soll ich das sagen? Also er ist erstmal wirklich sehr, sehr stabil. Ja, der kann sogar sein, dass der, ja, wie soll ich sagen, vielleicht ist ein Selbstständiger, der kümmert sich gut, der arbeitet viel, ne? Der legt viel Wert auf Familie und Freunde, auf sein Umfeld, das pflegt er wirklich sehr. Ne? Er ist wirklich zufrieden mit sich selbst. Der genießt auch sein Leben. Ne? Wir haben hier aber die Königin der Stäbe. Das kannst du natürlich du sein, dass sein Wunsch ist hier mit dir, als Königin der Stäbe, ne? Das könnte ein Feuerzeichen sein,
Ja, du bist halt sehr, ja, auch unabhängig und selbstsicher, ne? Und du bist natürlich sehr, sehr sexy, ne? Also hier ist eine starke Anziehung da, ne? Und das sehen wir auch so. Und ja, für ihn würde jetzt eigentlich, er hat ja schon die 9 der Kelche und die 10 der Münzen, Leute, ne? Der ist wirklich stabil, den kannst du nehmen, ja? Ihm fehlt ja nur noch, ihm fehlt eigentlich nichts, aber er wünscht sich noch das Ass der Kelche, das wären dann 10 der Kelche. Und ja, für ihn bist du hier wirklich extremst anziehend. Du bist für ihn wie die Sonne, ne? Könnte man sagen. Das ist noch das, was er sich gerne wünscht. Kriegt das denn noch hin in diesem Leben? Wir werden es sehen. Die 4 der Kelche bitte mal. Oh. Ladies and Gentlemen, wir haben nochmal die Herrscherin. Das bist du, das ist hier deine Energie. Ich glaube, dass du diesen Menschen, wir haben hier die 4 der Kelche, ne? Dass du diesen Menschen vielleicht gar nicht so nah an dich rangelassen hast. Oder, Achtung, wir haben den Teufel und den König der Stäbe. Also, das ist hier eine wieder mal extremst starke Anziehungskraft, fast schon so ein bisschen Abhängigkeit und den König der Stäbe. Das heißt, ja, ich sag's dir, hat vielleicht jemand damals einfach den Zug verpasst, ne? Du bist vorbeigefahren mit dem Zug und er stand draußen und hat so gemacht und wollte vielleicht, gerade hat er überlegt, ob er fragt, wollen wir jetzt beide oder nicht? Und dann ist der Zug schon weitergefahren. Der hat den Zug verpasst. Ganz, ganz starke Anziehung verspürst du zu diesem Menschen, wenn der in dein Leben tritt. Wenn er nicht schon da war oder da ist, ja, das ist sofort, wenn du diese Person siehst, also der, wie soll ich sagen, da schlottern dir ein bisschen die Knie. Das kann sogar sein, dass dieser Mensch dir ein bisschen Angst macht, weil der sehr, sehr charismatisch ist. Stell dir vor, ne, ihr seht euch, du guckst ihn an und denkst, du fühlst dich sofort wieder wie ein kleines Mädchen, ne? Du bist sofort wieder, zack, 16, kein Selbstvertrauen. Du fragst dich, ob dein betonharter Stehpony von 1994 noch nach oben steht, ne? Wie wir den früher gemacht haben. Schön festgehalten, den Pony. Haarspray, ne? Und dann hat der gestanden, ne? Und wenn Wind kam, ja, du bist total aus dem, ja, aus deiner Mitte raus, wenn du diesen Menschen triffst. Ne? Da ist sofort eine extremste Anziehung da, tatsächlich. Also der macht dich sehr, sehr, der bringt dich durcheinander. Ja. Falls du diesen Menschen schon kennst und weißt, okay, ja, das ist mir genauso passiert, dann ist das der Grund gewesen, warum hier, warum man hier nicht dazu gekommen ist, sich den Kelch zu überreichen. Hier war so eine krasse Anziehung, dass immer, wenn ihr aufeinander getroffen seid, seid ihr wieder abgeprallt. Ne? Sowas nehme ich hier wahr. Obwohl hier, ich meine, wir haben jetzt hier die Königin der Stäbe und den König der Stäbe. Also ihr seid hier beide. Ihr wollt es beide. Ja? Ihr wollt es wirklich beide. Heieieiei. Was schauen wir uns? Zeig mir mal die 4 der Stäbe da oben. Da Treppen, was ansteht. Hier steht eine Begegnung an. Was machen wir? Oh, der Gehängte fällt hier auf die 4 der Stäbe. Heißt, hier ist momentan absoluter Stillstand drin. Stillstrand. Oh, Strand. Vielleicht trefft ihr euch am Strand. Hier ist Stillstand einfach. Ja, hier läuft im Moment nichts. Also wirklich gar nichts. Man lässt es hier auch hängen. Man hat es vielleicht hängen lassen, weil hier so eine starke Anziehung ist. Ein Stillstand. Ja, man nimmt aber in diesem Stillstand, man wartet hier noch, ja. Ist so eine Warte. Oh, man wartet aber nicht mehr lange. Wir haben jetzt hier das Gericht. Aus dieser Pause, aus diesem Stillstand, aus, ja, was hier wahrscheinlich einfach stattgefunden hat, aufgrund einer Nichtannahme des Ass der Kelche, sage ich mal, ne? Starke, starke Anziehung. Pause. Ne? Und in dieser Pause, ja, kommt hier der Weckruf von oben. Ja, das ist eine Befreiung. Man wird hier quasi befreit. Man wurde hier vielleicht von oben, ja, ich sag mal, von der geistigen Welt, von unserem Universum, von immer, wo auch immer ran, wo immer, bla 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 bla. Du dran glaubst, ne? Einfach in so einen Stillstand gesetzt, ja. Hier ist jetzt mal kurz Pause, wir machen hier mal kurz nichts und jetzt kommt das Aufwachen.
diese Trompete. Jetzt wird hier ordentlich ins Horn geblasen, sage ich mal, damit die Geschichte hier weitergeht. Ne? Und schauen wir mal, was geschieht da auf diesen Treppen? Was ist los? Also hier sind zwei Menschen, weil die Kiste hier zu heiß war. Der Mond. Des Nachtens kommt er auf seinem Schimmel angeritten. Mit seinem Schimmel angeritten. Da muss man aufpassen, was man sagt. Ne? Ja, da ist der Mond. Über Träume könnte sich die ganze Geschichte hier schon wieder ankündigen. Nachrichten können hier des Nachtens kommen. Und noch viel romantischer, vielleicht findet dieses Treffen des Nachtens an einem See statt. Na, im Mondenlicht. Ja, natürlich sagt der Mond hier auch ganz klar, so, jetzt wach werden, hinschauen, was ist hier schiefgelaufen? Wovor hast du denn Angst? Ich weiß es. Das ist so eine krasse Anziehung, das macht dir Angst, durchschlackern hier die Knie. Ja? Ich sag ja, sitzt das Haar, ne? Habe ich noch Petersilie zwischen den Zähnen? All solche Dinge, die dich sonst, wo du sonst cool drüber hinweg lächelst, empfindest du hier bei diesen Menschen, ja, da macht dir ein bisschen Angst. Das ist so, diese Verbindung. Und ich sage dir eins, es liegt hier auf den Federstehen, das ist beidseitig, auch dein Gegenüber. Guckt vorher noch dreimal in den Spiegel und fragt sich, oh, ne? Ihr seid hier beide sehr, sehr, sehr aufgeregt. Wir gucken noch auf die Liebenden. Also wir haben hier ein Treffen, wir haben hier Communication, die kommt recht plötzlich und die haut dir erstmal die Füße weg. Ne? Da bist du erstmal platt, wenn das hier kommt. Das sage ich dir. Es ist hier in Planung. Wir haben die Sonne und die Zehn der Kelche. Da sind die Zehn der Kelche. Im Sommer. Womöglich auf einer Reise. Ja, es wird geplant. Es wird hier ganz fix geplant. Ja, und das ist die Entscheidung, die hier getroffen wird. Ihr entscheidet euch tatsächlich, euch hier zu treffen. Womöglich wirklich im Sommer. Und dann gibt es hier die Zehn der Kelche. Ja. Big Love, sage ich mal, die Vollendung in der Liebe ist das. Also für all diejenigen, die hier bereits etwas in Planung haben, ein Treffen mit einem Menschen, wo du jetzt schon weißt, ach du liebes bisschen, ey. Da weißt du, wenn du dann plötzlich denkst, okay, wir treffen uns dann, du fängst jetzt an, Diät, Friseur, ne? Weil du so nervös bist, ich habe hier so eine Nervosität, weil es so eine krasse Anziehung ist, ne? Aber wenn das ja wirklich erst im Sommer hier stattfindet, dann hast du ja noch ein bisschen Zeit, dich zu beruhigen, runterzukommen. Ne? Es geht deinem Gegenüber genauso. Guck mal unterm Deck, das Ass der Kelche. Ich sagte noch, er hat schon 9 der Kelche. Du wärst jetzt hier noch das i-Tüpfelchen, ne? Die Kirsche auf der Sahne. Und unterm Deck tatsächlich das Ass der Kelche. Das ist der letzte Kelch. Und bei einem Treffen hier, das kommt recht plötzlich, ja, im Sommer haben wir die Zehn der Kelche. Da kommt hier was. Ui, das sind aber hier sehr, sehr heiße, schöne, liebevolle Energien. Mhm. Das gefällt mir sehr gut. Wir fragen mal, gibt es denn hier vielleicht noch... Warte mal, was steht denn momentan eigentlich hier? Warum warten wir? Wir haben ja eine Pause reingedonnert gekriegt, weil hier zu viel Anziehung einfach da ist, ne? Ihr musstet beide auf eurem eigenen Weg vielleicht noch ein bisschen reifen, sage ich mal, ne? Wie so ein guter alter Käse, noch ein bisschen vor sich hinreifen, bevor man hier wieder aufeinandertreffen darf. Das ist auf jeden Fall hier von oben geführt, ne? Die Pause, sowie auch, dass es Zeit ist, wieder aufeinander zu treffen, ne? Da würde ich ja gerne noch mal was wissen. Anscheinend habt ihr hier eure Themen gut bearbeitet, dass es hier in die nächste Runde gehen darf. Ne? So kommt mir... Oh, ja. Wieder die Herrscherin. Oh. Ich weiß, was es ist. Du, also wir haben jetzt hier dreimal die Herrscherin. Es geht hier eindeutig um eine Verbindung, um wirklich eine ganz tiefe Verbindung. Es geht hier um Wachstum. Die Herrscherin und die drei, hier geht es um Wachstum. Hier wächst eine Verbindung, ja. Und mit den Federstäben ist das eine Seelenverbindung, höchstwahrscheinlich. Also kennst du diese Person bereits? Wenn nicht und diese Person kommt, wirst du wissen, wovon ich rede. Also hier geht es wirklich um Wachstum. Ihr seid jetzt soweit, hier etwas aufzubauen. Man übernimmt jetzt hier Verantwortung für das, was hier mal begonnen hat. Und hier liegt es. Man nimmt jetzt hier
einfach seinen Sitz ein, dort auf dem Thron, und man entscheidet sich jetzt hier wirklich, also die Verantwortung zu übernehmen für das, was hier zwischen euch ist. Ja, es ist anstrengend, ja, es ist sehr viel Feuerenergie, aber man kann drüber reden, man kann hier was tun, ne? Du musst hier vielleicht ein bisschen abwägen oder ihr beiden, ne? Aber hier geht es wirklich jetzt darum, eine Balance zu finden, ne? Und es geht auch um eine zweite Chance. Man kriegt hier eine zweite Chance, und wir haben noch den Magier. Es geht hier also in die Umsetzung. Ihr habt alles in der Hand. Ihr habt das ganze Werkzeug, alles, was ihr braucht, um diese Verbindung hier am Leben zu halten oder ganz, ganz neu zu beginnen. Ja, ihr seid jetzt soweit. Darum haben wir hier oben dieses Gericht auch zu das Gerücht. Und wir haben auch noch das Rad des Schicksals unterm Deck. Ja, hier kommt ein positiver Wandel in diese Geschichte rein. Es ist eine schicksalhafte Verbindung, die hier liegt. Schöne, schöne, schöne Karten. Wirklich schöne Karten. Eine positive Veränderung kommt hier. Glück, und es ist Schicksal. Ganz, ganz schön. Gefällt mir. Gut, meine Lieben, wir lassen das jetzt mal hier so stehen für all diejenigen, die hier demnächst ein Treffen haben. Oder die gar nicht wissen, wovon ich hier spreche, und plötzlich kommt klingelt's Telefon, ping, und du denkst, oh, der ist wieder da oder sie ist wieder da, ne? Dann ja, kann ich dir sagen, hier ist jemand wirklich, der ist jetzt stabil, diese Person, ne? Der hat hier was gelernt, der ist jetzt stabil, der weiß, was er will, ne? Vielleicht darum auch hier wirklich diese Pause, die wurde da reingehangen. In einer Seelenverbindung hat man einfach entschieden von oben so, Pause, jetzt geht ihr mal getrennte Wege, jeder reift für sich selber hier heran. So, jetzt sind die Käse fertig, jetzt können wir sie zusammen hüben, ne? Sowas. Und es wird sehr, sehr schön und sehr, sehr, ja, ich sag mal, es wird heiß auch, aber es wird sehr, sehr liebevoll sein, was hier kommt. Wunderschön. Meine Lieben, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Morgen gibt es für alle Tomi-Mitglieder die große Seelenpartner-Gegenüberstellung. Ich bin sehr gespannt. Die letzte durftet ihr alle sehen. Weil meine lieben Mitglieder entschieden haben, die dürfen alle sehen, weil es halt wichtig war. Und ich bin gespannt, was da wieder kommt. Wenn du noch Lust hast, Mitglied zu werden, es gibt zwei Mitgliedsstufen, ne? Ihr findet alle Infos dazu unter diesem Video. Ich freue mich riesig auf morgen. Und ja, wir sehen uns halt, wie gesagt, morgen wieder. Ich wünsche mir aber auch, dass ihr euch es richtig gemütlich macht und es euch gut geht. So, meine Lieben, ich sage liebste Grüße, eure Toni.